Servus Pirus und herzlich willkommen zu einem weiteren Kaufberatungsvideo. Es geht Schlag auf Schlag weiter und heute erhöhen wir das Budget bei der Norma mal von 50 Euro auf 100 Euro und schauen uns an, was würde ich mir für 100 Euro bei diesem Feuerwerksangebot dieses Jahr so holen. Ja, ich bin gespannt, was ihr davon haltet, von den Sachen, die ich mir jetzt für 100 Euro hier holen würde und ob ihr es genauso machen würdet. Deswegen schreibt es wie immer gerne in die Kommentare. Ja, und dann hätte ich gesagt, fangen wir jetzt auch sofort an. Dazu wechseln wir natürlich wie immer die Perspektive, damit ihr den Prospekt in voller Größe seht. Und dann geht's jetzt los. Ich wünsche euch recht herzlich viel Spaß. Und los geht's mit der 100-Euro-Liste bei der Norma. Es sind nicht mega viele Artikel, die draufstehen, weil es halt auch zum Teil doch teurere Artikel sind, die da draufstehen. Einmal Rocket Rally für 19,99 €, ein bombastisches Raketensortiment, finde ich. 25 Raketen mit geilen Ringbombenraketen, absolut zu empfehlen. Für mich eigentlich das beste Sortiment, was es bei Norma zu kaufen gibt. Dann einmal Ultimate Mix 6,99 €, auch das ein geiles Familiensortiment und eine gute Alternative zum Fire Fantasy von Weco für 7,77 € aus dem Lidl. Genau. Dann würde ich ansonsten auf der Seite nichts... Hoppala. Bleibt am Pulli hängen. Nichts weiter mitnehmen. Allerdings dann auf der nächsten Seite wieder. Ich muss das mal ganz kurz hier so falten, dass das alles für euch übersichtlich zu sehen ist. So. Was würde ich hier noch mitnehmen? Ich würde einmal mitnehmen die Golden Sky. 7,49 €, 5 Goldraketen. Fand ich sehr, sehr schön vom Effekt her. Und ansonsten würde ich mir dann nur noch einmal mitnehmen auf der Seite die Neuheit Crackling Eruption für 2,99 €. Effekthöhe bis zu 5 Meter, Effektdauer ca. 40 Sekunden. Würde ich einmal mitnehmen. So, dann geht's auch schon auf die nächste Seite. Und hier würde ich dann mitnehmen Mephistos Fire und zwar gleich zweimal, sodass wir auf einen Preis von 7,98 € kommen. Anschließend dann noch einmal Dieter Outlaw, für mich einfach schon ein Klassiker für 6,99 €, 16 Schuss. Dann einmal noch die Neuheit Blowout, 11,99 €, 10 Schuss, Effekthöhe bis zu 55 Meter, Effektdauer ca. 25 Sekunden, würde ich einmal mitnehmen. Und dann auf der letzten Seite würde ich noch einmal mitnehmen Power Unit 24,99 €, auch das eine Neuheit, einfach mal um das Teil zu testen. 51 Schuss, Effekthöhe bis zu 40 Meter, Effektdauer ca. 50 Sekunden. Das Teil würde ich einmal mitnehmen, klar ist relativ teuer, aber trotzdem einmal zum Testen. Und dann habe ich noch auf der Liste stehen Champ Edition. Ich glaube, ich habe was in der Reihenfolge durcheinander gebracht beim Raussuchen. Okay, ja, macht Sinn. Einmal das Champ Edition. Familiensortiment, 9,99 €. Und hier ist einiges drin. Raketen, diverse Leuchtfontänen, aber auch Böller. Das Sortiment würde ich noch einmal mitnehmen. Einfach, weil ich halt eben die Nico-Raketen so feiere. Ich habe jetzt gedacht, hä, das kann doch nicht sein. Da kommt doch kein Champ Edition mehr. Das war doch schon am Anfang. Aber gut. Genau, das wäre das, was ich mir holen würde. Da erzählt ihr nämlich auch die Liste, was ich hier durcheinander gebracht habe, einfach in der Reihenfolge. Weil ich habe schon beim, vielleicht habt ihr es auch gemerkt, am Anfang, wo ich angefangen habe, wollte ich schon sagen, dass ich das Champ Edition noch mitnehme. Weil ich mir gedacht habe, das stand auf der Liste. Naja, gut. So, ich würde einmal mitnehmen Rocket Rally für 19,99 €. Dann einmal das Ultimate Mix für 6,99 €. Einmal die Golden Sky Goldraketen für 7,49 €. Dann einmal die Crackling-Eruption für 2,99 €. Dann einmal Mephistos Fire für 7,98 €. Zweimal Mephistos Fire für 7,98 €. Einmal wäre ein wenig teuer, 7,98 €. Eieiei. Dann der Outlaw, 6,99 € einmal. Einmal die Neuheit Blowout für 11,99 €. Dann einmal die Neuheit Power Unit für 24,99 €. Und dann einmal noch das Champ Edition für 9,99 €. Ja, so kommen wir auf ein Gesamtbudget von 99,40 €. Ja, es sind einige Artikel eigentlich dabei, die echt sehenswert sind, finde ich. Gerade die Raketensortimente brauchen sich auch vor den anderen Discountern nicht zu verstecken. Gerade im Bereich Raketen ist da Nico bzw. Norma echt richtig, richtig gut bestückt. Ja,
Und bei meiner Einkaufsliste wird also vermutlich eher auf jeden Fall Rocket Rally mit dabei sein, Ultimate Mix, Crackling Eruption, Golden Sky, Mephisto's Fire, The Outlaw, Blowout. Ja, aber ansonsten wahrscheinlich die teure Batterie Power Unit eher nicht, weil ich habe einfach kein 100€ Budget dieses Jahr bei der Norma. Ist leider so, ihr wisst ja, mein Budget fällt dieses Jahr deutlich kleiner aus. Ja, das wären die Sachen, die ich mir holen würde. Natürlich wird mich jetzt auch wieder interessieren, was ihr davon haltet und was ihr so holen würdet. Und dann bedanke ich mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, die Kaufempfehlung hat euch ein bisschen weitergeholfen. Und wir sehen uns bei einem weiteren Video wieder. Ciao, macht's gut!